Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen HelloFresh-Paket. Ich mach mal so, so sieht man halt das Paket. Ne? Wir haben wieder von HelloFresh ein Paket bekommen. Jetzt Daumen drücken. Also wir haben heute dieses Curry-Dingsbums gegessen. Josie! Also Josie ist wieder mit bei. Die Kleine und Frauchen ist nicht mit bei, weil es kam heute etwas später an. Dadurch sind wir jetzt schon fertig mit Essen und die Kleine liegt natürlich im Bett. Ja? Deswegen ist Frauchen nicht mit bei. Aber die Große ist mit bei. Aber die telefoniert gerade, simst gerade mit ihren. Nee, Simsen sagt man ja nicht mehr, weil ist ja nicht Simsen, ist ja WhatsAppen. WhatsAppen! Hey! War beim letzten Mal ja so was Ekelhaftes mit bei. Mit dem Curry. Hol mal den Zettel her. Was wir heute gegessen haben. Ah ja, richtig. Also, das war. Die Kartoffeln waren okay. Die Mohrrüben waren auch okay. Weil die waren im Ofen gemacht worden. Das Zucchini war ein bisschen weich. Aber das mit diesem Curry-Geschmack. Nee. Das war ja nicht meins. Das war richtig eklig. Das war. Brr. Also, ich esse ja Currywurst. Ist ganz normal Currywurst. Ja, also, oder eine Bratwurst mit Ketchup und ein bisschen Currypulver oben drüber. Bei unserem Bratwurstmann hier im Ort. Das ist alles okay. Das ist so Currypulver, so ein bisschen. Aber wenn es so extrem. Puh. Ich packe erstmal wieder aus. Wir haben hier das Gericht 20. Ich werde mal gleich das hier so ein bisschen nach Nummern ordnen. Och, die sind aber klein heute. Doppelt hält besser. Die Tüte wurde doppelt unter die Lupe genommen. Okay. S. Hier ist gar keine Nummer drauf. Okay. So, was haben wir hier? Die 5. Ist schon ein bisschen durch. Weich unten rum. 33. Die 1. 1, 5, 20, 33. Oh Gott. Hier steht gar keine Nummer. Ach, und schon wieder Lauch. So. Und zweimal Lauch. So. Dann. Ich jetzt mal das rüber, den Lauch 1, 5, 20, 33 und 1 ohne Nummer. Aber diesmal ist auch zu. Beim letzten Mal war der Umschlag nicht zu. Oder war der zu? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, war zu. Ich habe ja mit Messer aufgemacht, oder? Mir war so. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben HelloFresh. Weiter geht's. Bleib frisch und gesund. Genieß dein HelloFresh-Vorteile Woche für diese Woche. Ja, wir sind auch am Überlegen, ob wir das dann halt demnächst. Weil während der Woche kochen wir ja nicht. Die Große ist in der Schule, die Kleine im Kindergarten. Frauchen und ich essen nicht. Oder machen halt nur was schnell ist. Mal. Aber lohnt sich halt nicht. Deine extra Portion Genuss Premium. Was? Express. Kochen in maximal 5 Minuten. Super frisch, ohne Zusatzstoffe, Schnibbeln, Premium, exklusive Zutaten für exklusive Momente. Unsere Premium-Gerichte bieten dir zusätzlichen Gourmet-Kick für deinen besonderen Moment. Okay. Extra lecker. Lust auf mehr?
Hol dir aus gewählte vegane Rezepte. Uah. Meisterstück. Besondere Ofengerichte mit extra viel Fleisch und leckeren Beilagen. Perfekt zum Schlemmen in großer Runde. Oh, das klingt interessant. Nachhaltig und ein Menü, viele Möglichkeiten. Also das Meisterstück, da muss ich auf der Webseite mal gucken, deswegen. Scheint jetzt wohl neu zu sein. Was wir da Schönes finden. Ein Witz. Oh, hier Stift. TÜV. Trendwohl. Klimaneutral 2020. Trusted Food. DLG. GGN. Oh Gott, hier ist so viel Zeug. Also, das ist gut zu wissen, aber mich interessiert das eigentlich nicht. Ja, muss ich so sagen, es klingt jetzt doof, aber mich interessiert das nicht, weil, wie gesagt, ich habe einmal eine Probebox gehabt damals, oder mehrere Probeboxen hatten wir gehabt, weil wir einen Code gekriegt haben und wir das mal testen wollten. Und die Qualität war super. War wirklich super, vom Fleisch, vom Obst, vom Gemüse, von allem. Und genau wie jetzt, haben wir jetzt seit 2 Jahren mal wieder eine Box bestellt gehabt. Immer noch, super Qualität. Unsere Klimahelden. CO2, achso, ja, das sind jetzt Gerichte, die klimaneutral sind. Also wenn mich das, also bitte. Also das, die mit ihrem klimaneutral jetzt auch bei dem Essen. Also Leute, lasst mich doch damit einfach in Ruhe. Ich will einfach nur essen. Jetzt kommen dann, ist ja fast wie bei den Linken hier. Oder, nee, SPD waren das, die Jungen. Die abträumen bis zum 9. Monat wollten. Ach, eine 12 ist das. Ah, okay. Okay. Da sehe ich die 20 und die 33. Okay. Also das mit den ohne Nummer ist die 12. So, ich habe einmal Hackbällchen in Senfsoße. Da ist aber leider Reis mit bei. Da werde ich mir mal wahrscheinlich ein paar Kartoffeln dazu machen oder so. Das habe ich für die Kinder halt. Und für Frau, also Frauchen isst ja nicht, die macht ja Keto-Diät. Ja, aber ich esse keinen Reis. Ich hasse Reis. Aber für die Kinder, die mögen es. Ja, dann beiß ich um einen sauren Apfel. Hähnchen unter Semmelbröselhaut. Das klang sehr interessant. Und da waren Möhren mit bei und Kartoffeln. Ja, das soll in... Achso, steht hier vorne. Also das erste hier ist in 30 bis 40 Minuten fertig. 4009 Kilojoule, 958 Kilokalorien, Tag 2 kochen. Das machen wir morgen schon. Hähnchen unter Semmelbröselhaut hat 30 bis 40 Minuten, 2908 Kilojoule, 695 Kilokalorien an Tag 3 kochen. Ach, hier haben wir auch Tag 5, Tag 2, Tag 3, okay. Obwohl bei den anderen Gerichten stark auch Tag 3 und wir haben einen Tag 5 hier und das ist immer noch alles super. Aber egal. So, dann haben wir frische Eierspätzle mit Bacon, 25 bis 30 Minuten, 3524 Kilojoule, 842 Kilokalorien an Tag 5 kochen. So, dann Mini-Maultaschen mit Bacon und Käse. Family. 15 Minuten braucht man für die Zubereitung. Und hier haben wir dann noch den Vermerk in Blau. Zeitersparnis. Und dass es unter 650 Kilokalorien ist. Wie gesagt, 15 Minuten, 2679 Kilojoule, 640 Kilokalorien an Tag 2. Kochen. So, dann haben wir das letzte. Ragitoni alla Norma sizilianische Pasta. Das fand ich ganz lecker, wegen sizilianischer Pasta. Das ist vegan.
viele Grüße. Vegan, viele Grüße, steht hier. Warum muss man da viele Grüße schreiben? Keine Ahnung. Klimaheld, steht auch mit drin, dass es Kategorie Klimaheld ist. 40 bis 50 Minuten braucht man zum Kochen. 3974 Kilojoule bzw. 950 Kilokalorien an Tag 3 kochen. So. Dann haben wir jetzt alle durch. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Beutel Nummer 1. Ich packe das jetzt erstmal alles nochmal hier in den Umschlag zurück, damit das hier nicht abhanden kommt. So. Den letzten Beutel mit den Kleinigkeiten machen wir dann zum Schluss. Josie! Josie läuft hier wieder hin und her und räumt alles weg. Genau, das ist die Nummer 12. So, dann haben wir hier die Nummer 1. Ja, das Messer ist hier... Mein Unboxing-Messer ist nicht so scharf wie das schwarze letztens. Schwarze ist eins von den neuen. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Ich packe es mal aus und dann zeige ich euch das wieder, was da alles drin ist. So, wie gesagt, das ist jetzt ein Beutel. Das ist die Richt Nummer 1. Ah, hier ist noch was drin. Warum haut die schon wieder ab? Josie, kannst hier bleiben! So, wir haben eine Zwiebel mit bei. Ich hoffe, das ist jetzt nicht... Komm mal kurz her! Dann haben wir Rinderbrühe. Mach mal den Stuhl weg, so dass wir das wegschieben können. Dass ich hier weiter runter machen kann. Ich glaube, das gibt ein bisschen zu viel Licht von vorne. So. So, super. Jetzt sollte kein Gegenlicht mehr kommen. Rinderbrühe haben wir noch mit bei. Dann haben wir Kochsahne. 15%. Ja. Das machen wir hier rüber. Dann haben wir hier noch Senf. Also wir nehmen auch, obwohl ich halt immer Bautzner-Senf bei uns hier nehme, nehmen wir auch den Senf, der hier mit bei ist. Damit das auch wirklich nicht irgendwie verfälscht wird, damit man wirklich sagen kann, hat mir geschmeckt, hat mir nicht geschmeckt. Körniger Senf. Haben wir hier auch nochmal. Ah nee, das ist Ketchup, oder? Nee, mittelscharfer Senf. Nee, das ist mittelscharfer Senf gewesen. So, dann haben wir Ursprungsland Deutschland. Schnittlauch, Petersilie glatt. Mixkräuter, 10 Gramm. Und eine Möhre. Was haben wir hier noch? Jasminreis. Einen ganzen Beutel voll. Wie lecker. Mmh, toll. Und was haben wir hier? Semmelbröseln. Also wirklich nicht irgendwie so eine Panade oder so. Semmelbröseln sollen das sein. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob es wirklich so ist. Zur Not macht doch nichts, wenn da nur Panade drin ist. Dann kommt das weg und dann, also im Schrank. Für was anderes und dann nehmen wir richtige Semmelbröseln, weil ich habe Semmelbröseln in meinem Apothekerschrank. Meine Mutter macht nämlich Semmelbröseln immer, die hat so eine große Maschine, macht sie nämlich immer selber und dann hole ich mir was ab. So, wie zu DDR-Zeiten selber gemacht. So, das ist, also die Semmelbrösel meine ich. So, das ist Tüte Nummer 1 gewesen. Dann machen wir jetzt mal Tüte Nummer 5 auf. So. Die Qualität sieht auch wieder tipptopp aus. Guck mal, hier hat man noch ein bisschen Feuchtigkeit drin. Basilikum. Riechst du ja durch die Tüte durch.
Hier haben wir dann Panko-Mehl. Ich weiß nicht, ob das aus Berlin-Panko kommt, aber es ist Panko-Mehl. So. Wartet mal. Ich habe hier noch so viel drin. Ich werde das mal. Vorher ging es nämlich nicht raus. So. Dann einmal wieder diese kleinen Kartoffelchen, die wirklich sehr lecker sind, muss ich sagen. Ja, hier ist aber ein bisschen schwarz mit bei. Das sieht jetzt. Also das erste Mal, dass ich was bemängeln muss. Aber kann man vielleicht wegschneiden. Das ist so eine halbierte Kartoffel irgendwie, keine Ahnung. Die ist hier oben so ein bisschen dunkel, schwarz, mit einem Loch. Also das ist das erste Mal, dass ich das bemängeln muss. Aber es kann überall vorkommen. Bei unseren Säcken sind da von mir mit bei. Wenn wir die bei Lidl oder Aldi oder Penny oder was weiß ich wo kaufen, eine Knoblauchzehe. Also es ist wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. So, machen wir das mal hier beiseite. Achso, die Möhren, zwei Stück habe ich euch gezeigt. Dann noch eine Zwiebel. Gut. Muss ich mir aufpassen, wie ich das hier drin mache. Dann hier nochmal Kochsahne. Damit das hier auch nicht die Tüte schreddert. Nochmal körniger Senf. Und Hühnerbrühe. Kann man die sehen? Ja. So, dann. Also, Panko-Mehl hatten wir ja. Was sagt mein Akku? 19%, da werde ich mal sicherheitshalber gleich aufmachen. Basilikum hatten wir auch schon. So. Aber wie gesagt, wenn ihr so viel. Die Tüten sind immer gut gepackt und vor allen Dingen auch, dass man halt so die Sachen halt in eine Tüte macht. Und jetzt diese anderen Zutaten in diese andere Tüte, die kann man dann super unten im Kühlschrank in untere Fachen donnern. Weil dadurch kann man das besser aufteilen, weil ich habe nur so einen kleinen Kühlschrank. Also nicht klein, aber der ist halt 1,80 hoch, 60 breit und 50 tief, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder 60 tief. Unten ihr Frierfach, drei Fächer, oben Kühlschrank. 1, 2, 3 plus 4 unten das Fach. Ja, das ist dann halt ein bisschen knapp, wenn man halt wirklich für 5 Tage. Deswegen sind wir ja auch am Überlegen, weil wie gesagt, die Kinder essen ja im Kindergarten und in der Schule. Und deswegen sind wir am Überlegen, also Frau und ich, ob wir denn einfach nicht, weil wir mit der Qualität so zufrieden sind, ob wir das einfach so machen, dass wir halt immer ein Paket für das Wochenende nehmen, für 2 Tage. Müsste man mal gucken, wie teuer das ist. Habe ich jetzt nicht im Überblick, weil das wird natürlich dann etwas teurer, als wenn man, also pro Gericht meine ich, nicht insgesamt. Insgesamt ist es billiger als 5 Tage, logischerweise, aber bei 5 Tagen, 4 Personen, da kostet die Speise, sagen wir mal, 2,80 Euro. Also ein Gericht, ja, für eine Person an einem Tag. Und bei 2 Tagen, 4 Personen wird es natürlich teurer. Weil es sind ja nur 2 Tage und es wird auch nochmal teurer, wenn man von 4 auf 2 Personen runter macht, dann wird auch nochmal teurer. Weil die machen den Sparen tut man halt, wenn man wirklich für 4 Personen 5 Tage. Aber egal, wir gucken uns das mal an. So, Moment, ich muss jetzt erstmal kurz den Akku wechseln. Ich habe nämlich Angst, dass es wieder aussieht und ist ein Videodefekt. Oh, ich habe auch gesehen, da war ein Fleck auf der Linse. Ich muss mal gucken, ob sich das auf die Aufnahme auswirkt. So, wir sind jetzt bei Gericht Nummer 12. Wirklich eine ganz kleine Tüte. Ja, da sind nur Tomaten drin. So, dann Hühnerbrühe und eine Knoblauchzehe.
Das war's schon. Also 12 ist wirklich sehr, sehr klein. Habe ich denn hier irgendwie einen Stift? Ja, nee, habe ich nicht. Ach, Mist. Ich suche einmal Stifte und jetzt ist immer. Das ist ganz schlimm. Ich kaufe Stifte und lege überall Stifte hin, wo Stifte hin sollen. Und dann brauche ich die Stifte und dann sind sie aber nicht da oder beziehungsweise komplett weg. Das ist ganz schlimm. Die Kids holen sich die nämlich denn, ja, die brauchen wir mal und tja, dann ist weg. Josie! Aber ich habe in der Küche Gott sei Dank ja noch diese Stifte für auf die Tafel schreiben, also auf so Magnettafeln und so was alles. Da schreibst du mal bitte hier mit einem dunklen Stift drauf 12. Du weißt, wie eine 12 aussieht. Eine 1 und eine 2. Wow. So, dann haben wir jetzt die Nummer 20. So. Was ist denn heute überhaupt für ein Tag? Heute ist Donnerstag, genau. Heute Abend spiele ich ja nochmal Saints Row und morgen ist dann Hangout. So, wir haben hier Kochsahne. Einmal. Dann haben wir Muskat-Gewürzmischung. Mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Früher gar nicht. Und jetzt über die Jahre, wenn man Kartoffelbrei macht, also Kartoffeln, die dann stampfen, also Kochkartoffeln, stampft die, macht Zucker bin ich bescheuert, Salz rein, Milch rein, keine Sahne, Milch. Also Salz, Milch und stampft das mit ein bisschen Butter, richtige Butter, keine Margarine, Butter. Ein bisschen Butter noch rein, schön stampfen und eine Prise Muskat. Aber wirklich nur eine Prise. Lecker. Ach, hier haben wir Nüsse. Ganz normale Walnüsse. Oder wie die heißen. Und. Oh, lecker. Wieder Mixkräuter. Die mag ich ja. Also die haben wir richtig schön hoch. Hier sieht man auch noch so ein bisschen die Feuchtigkeit drin. Das ist wirklich frisch gemacht. Also frisch. Frisch gemacht nicht, aber praktisch, ihr müsst euch das vorstellen, bevor die in Versand gehen. Das ist alles nicht so. Die werden halt, die kriegen, also HelloFresh, soweit ich das jetzt gelesen habe auf der Seite und so, und mir andere erzählt haben, die bekommen Massen an Zutaten. Und dann kommen diese Massen an Zutaten in ihr Werk und dann gucken sie halt für die Richter. Für 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen, 5 Personen gibt es halt Mengen, wie viel davon drin sein soll. Und dann haben die halt auch ihre eigenen Packungen hier. Zum Beispiel für, was ist das hier, Bohnenkraut? Nee, was heißt das wieder hier? Dill oder was weiß ich? Bio-Garten-Kresse. Ja, da hat man hier so einen eigenen Karton. Ja, und dann wird das da rein gemacht. Also die nehmen den Karton, machen das da rein, Folie drum. Und so geht das halt, weil es gibt ja im Supermarkt oder es gibt ja halt nicht zu kaufen 300 Gramm oder 350 Gramm Hackfleisch oder so. Wenn man da nur 350 Gramm braucht, weil man für 2 Personen oder so gekauft hat. Jedenfalls kommen da halt ganz große Mengen an wirklich guter Qualität bei HelloFresh an. Und das wird dann halt vor Ort gleich zack, zack, zack in die passenden Behälter gemacht und passenden Gewichts. Kategorien und dann verpackt und dann gleich mit Eiswürfeln alle drum und dran und dann gleich weg. Voll geil. Und das Gute ist halt, wie das funktionieren kann, ist, weil nicht alle am gleichen Tag bestellen. Ja, also praktisch, meins kommt immer am Donnerstag. Bei euch kommt es zum Beispiel am Montag, Mittwoch oder Dienstag oder Freitag. Das ist immer unterschiedlich. Also die haben praktisch die Richter, die für eine Woche kommen, kriegen jeden Tag neue Ware und die wird verpackt und dann raus.
Da bleibt nichts im Kühlschrank. Ach ja, reicht für morgen. Machen wir Kühlschrank, machen wir morgen. Also logistisch ist das toll. So, hier haben wir jetzt Pasta mit bei. Zum Beispiel ist das wieder das beste Beispiel. 270 Gramm Pasta, also Nudeln. Ja? Also hier kriegst du draußen im normalen Geschäft kriegst du keine 360 Gramm. Die machen das halt selber. Die haben auch hier, da oben ist HelloFresh Logo drauf. Die verpacken das alles frisch neu. Aubergine. Zwei Stück. Dann haben wir hier noch Mixkräuter. Oh, die riechen. Oh, da riecht man den Basilikum gut raus. Oder? Was ist denn das? Na doch, Basilikum. Oh Gott, Gartenkräuter. Hm. Meine Mutter baut die ja auch selber. Hat ja überall pflanzt die so. Die hat überall Blumentöpfe und überall haut die mal ein bisschen Kräuter rein. Und der riecht auch im Garten immer so richtig schön kräuterig. Oh, lecker. Pinus. Ist wohl eine Nussart. Die kenne ich persönlich aber gar nicht. Ein Stück Knoblauch. Shops Tomat. Also ich würde mal sagen, gehackte Tomaten, würde ich jetzt sagen. Shoppe-Tomate. Müssten. Das ist kein Tomatenmark. Für Tomatenmark ist es zu groß. Gestückelte. Na, da würde das. Gehackte. Ich würde sagen, jetzt gehackte Tomaten. Würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen. So, packe ich mal hier rein. Und dann haben wir hier natürlich noch. Paprikapulver, so extra verpackt, eine rote Zwiebel und eine schöne Tomate. Und hier ist drin, zu klein geschrieben, kann Odi nicht lesen. Oh Gott. Worcestersoße. Kleine Packung. Wo? Schwestersoße. So. Die alle wieder verpacken. So, die Tüte da rein, die Tüte da rein, Knoblauch auch da rein, das Rübo, die Aubergines dahin. So. So, muss ja aufpassen, die Tüte ist nämlich ein bisschen angerissen. Bei der großen ein bisschen aufpassen, die ist auf der Innenseite schon offen hinten. Muss ein bisschen drunter haken. So, oh! Jetzt kommen wir zur großen. Ich bin cool und nachhaltig. Das ist toll. Josie. Komm mal her. Komm mal her. Warum nicht? Der Karton, der muss auch noch weg. Komm her. Komm mal her. Nein. Komm mal bitte her. Nein. Komm mal her. So, jetzt bist du cool und nachhaltig. Siehst du? Du bist cool. Ja, schlimm, wenn ihr braucht wärst. Also, bitte, hallo. Ach, du Heil der Bimbam, da haben wir ja viel drin. Ich lasse auch, wie beim letzten Mal, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, bei den Sachen, die in diesem Beutel sind, wenn da ein Eisbeutel drum ist, lasse ich das so und mache das so einen Kühlschrank. Weil mein Kühlschrank ist manchmal nicht so kalt, obwohl er so kalt sein sollte. Was haben wir hier? Hack
Fleisch. Zubereitung aus Rind und Schwein, 300 Gramm. Das ist ja noch blutig. Das ist, wenn das nicht frisch ist, dann weiß ich auch nicht. Ach ja, da war ja irgendwas mit Pilzen. Boah. Ja, Josie mag ja Pilze, aber ich nicht so. Mischung, was? Mischgemüse aus Champignons und Lauch. Achso, das ist eine Mischung aus Champignons und Lauch. Also da ist beides dran. Hier unten seht ihr Lauch, da sind Champis. Das sind insgesamt 300 Gramm. Bacon. Wir haben hier noch Bacon. 100 Gramm Bacon. Die auch sehr, oh, die sehen sehr lecker aus. So, dann haben wir auch noch mal Käse. Hier ist kein Käse. Veganes Schmelztöpfchen auf Basis von Kokosöl. Oh, da wird meine Frau freuen, die mag keinen Kokosnuss. Die mag keinen Kokosnuss. Wenn nicht, ich hoffe, das riecht nicht ein bisschen nach Kokosnuss, weil dann wird sie sich sehr freuen. So, was haben wir hier? Irgendwelche Würfel? Hartkäse, italienisch. Italienischer Art. Geraspelt. Das ist Hartkäse italienischer Art. So, was haben wir hier noch? Ach, hier haben wir den Creme Fraiche haben wir hier noch mit bei. 30% Fett und 250 Milliliter. Also der ist, da würde ich gerne mal wissen, welchen sie da nehmen, weil der ist wirklich sehr lecker, der Creme Fraiche, den die von HelloFresh benutzen. So, dann haben wir hier noch die Spätzle. Eierspätzle, 400 Gramm. Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. Da freue ich mich schon drauf. Und nochmal einen fetten Eisbeutel. Unten drunter die vegane kleine Suppenmaultaschen. Ah, das hätte ich mal vorher wissen müssen, dass das vegan ist. Das kommt, also so ein Dreck kommt mir nicht nach Hause. Ey. So, dann haben wir hier noch Baconstreifen. Das sind Speckstreifen. Nein, veganes Zeug kommt schon nach Hause. Ich habe ja auch schon Tofu probiert. Und der erste Tofu, was ich probiert habe, war nicht so lecker. Der zweite, das war so ein etwas dunklerer, körnigerer. Den sollte man so machen wie eine Bratwurst. Und der war wirklich okay. Den konnte man essen. Tierwohl haben wir hier einen Button drauf. Hähnchenbrustfilet. Und mit der Auszeichnung Tierwohl. Kann man sehen? Ja. So, das war alles. Gut, dann müssen wir das jetzt hier alles wieder halbwegs verpacken, damit das länger hält. So, nee, das machen wir mal so. So, und das hier oben drauf. So, dann die Spätzle. Ja. Da kann das Eis noch mal oben raus. So. Dann das.
Der Bacon, den machen wir hier zur Seite. So. Und dann haben wir hier nochmal ein Eispaket. Können wir darauf machen. Und hier haben wir noch das. Josi! Eigentlich macht man das nicht, man räumt das ja gleich im Kühlschrank. Aber wie sagt mein Kühlschrank, spinnt ein bisschen rum momentan oder seit einer Weile und der macht das dann halt, ich habe ihn schon auf Stufe 4, aber manchmal ist er halt nicht so Stufe 4 kalt, sondern nur so Stufe 1 oder wenn überhaupt und dann halt für eine ganze Weile, für ein paar Stunden und dann, ja, dann wird er aber wieder kalt. So, komm mal rüber. Komm mal rüber. Komm mal noch weiter rüber. Komm mal noch weiter rüber. Komm mal weiter rüber. Nee. Warum nicht? Komm mal weiter rüber. Wieso? Oh. So, das soll es eigentlich jetzt auch dazu gewesen sein. Zum HelloFresh-Paket. Ich hoffe, hat euch gefreut und gefallen. Ich hoffe, die Mikrofonqualität war gut. Ich habe jetzt hier das Neue dran und teste das gerade so ein bisschen aus. Nächste Woche kommt dann das nächste Paket. Das kommt dann aber auf dem Dienstag oder Mittwoch. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Weil da haben wir ein bisschen was verändert. Und dann kommt nochmal ein viertes Paket. Und dann ist Schluss mit den großen Paketen. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen, weil wir, man kann ja in dem HelloFresh, kann man ja auch sagen, hier, pass auf, die Woche will ich pausieren, wenn wir halt da zum Beispiel, was weiß ich, bei Schwiegermutter eingeladen sind oder wollen am Wochenende grillen, dann kannst du halt sagen, immer noch sagen, während der Woche, hey, mach mal Pause, wir wollen kein Paket, dann ist da, wird das pausiert für die Woche und dann kommt da keins. Ja, man kann dann aber halt nur, wenn man sagt, zwei Personen, zwei Tage, dann ist das so und dann könnte man natürlich im Konto einstellen, muss man dann immer wieder hin und her stellen. Aber ja, wenn wir dann Sonntag, zum Beispiel Samstag bei Schwiegermutter sind, ja, dann kann man auch noch was holen, dass wir Sonntag irgendwas Schnelles machen, beziehungsweise meistens kriegen wir von Schwiegermutter was mit. Oder wenn wir Samstag grillen, bleibt für Sonntag auch noch was übrig. Also das ist halt ganz gut. Weil wir wollen nämlich noch eine Nachtwanderung mit der Kleinen machen. Also die hat sich gewünscht, dass wir grillen und dass wir Stockbrot machen. Und ich habe Marshmallows geholt, weil sie sich Marshmallows gewünscht hat. Und das werden wir demnächst machen und dann natürlich, weil jetzt wird es ja schon 9, so ein bisschen schummrig, wollen wir dann natürlich auch eine Nachtwanderung machen mit Laterne und so. Da freut sie sich schon drauf. Oder mit Taschenlampe, weiß er noch nicht, aber ich habe beides da. So, den Tag wird dann der Stream dann natürlich auch später kommen oder ausfallen, das ist klar. Ja, das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wer ein kleines Trinkgeld da lassen will, unten ist auch der Thank You-Button jetzt frei für euch. Den könnt ihr drücken. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.